Heute ist Rosenmontag, der Höhepunkt der Karnevalszeit. Doch der Tag steht ganz im Zeichen des Krieges gegen die Ukraine. Der für Köln geplante Festumzug in einem Stadion wurde abgesagt. Stattdessen durchquert zur Stunde eine Friedensdemonstration die Stadt. Die Polizei zählt mindestens 150.000 Menschen. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht, Festwagen oder Kamelle nicht. Auch Parteien, Gewerkschaften oder der 1. FC Köln unterstützen die Veranstaltung. Es ist kein Karnevalszug, aber laut und bunt soll es sein. Diesen Rosenmontag wollen die Jecken in Köln ein Zeichen setzen. Mehr als 150.000 sind in die Innenstadt gekommen. Sie wollen den Menschen in der Ukraine zeigen, dass sie ihnen beistehen. Vielen hilft es aber auch, selbst mit der Situation klarzukommen. In diesen Tagen muss man sich fragen, ob man zumacht und keine Gefühle zulässt oder aufmacht und zu viele Gefühle zulässt. Und das hilft ein bisschen, wenigstens auf die Straße zu gehen, seine Meinung zu sagen und zu spenden. Diese Trauer ist nicht Verkleidung, die ist echt. Und ich wünsche mir, dass all die Kinder hier, genauso wie ich, das ganze Leben in Frieden leben können. Der Demonstrationsweg geht teilweise entlang der Strecke, an der sonst auch der Rosenmontagszug vorbeizieht. Die aufgespießte Friedenstaube als Zeichen der Trauer und Empörung. Aufgerufen hat das Festkomitee Kölner Karneval. Rosenmontag ist für den Kölner der höchste Feiertag, kann man sagen. Es gibt nichts Größeres. Und den Tag heute mit so einem deutlichen Statement zu versehen, das ist was, was einen schon irgendwo anfasst. In Düsseldorf war der Rosenmontagszug schon vor Wochen wegen Corona auf Ende Mai verlegt worden. Ein Wagen rollt aber heute doch durch die Stadt. Er zeigt Wladimir Putin, der sich die Ukraine in den Rachen steckt.